Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, göttlichen, glorreichen Folge von God of War Ragnarök. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, nicht lange warten, nicht lange schnacken. Es geht direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und ja, das würde ich am Ende sagen. Ich würde mal sagen, es geht weiter. Sag mir nicht, wieder aufzutöten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Ich muss hier raus. Es darf nicht.
die Wurzeln rankommen. Ich weiß. Wenn ich die Vanaheim-Wurzel befreie, kann ich dir helfen. Die Kreatur schaffe ich schon. Kümmer dich um die Wurzeln. Ich versuch's. Ich hab es. In diesem Fall. Schnell! Endlich! Ist frei. In Vanaheim, ja. Aber es gibt mehr Wurzeln. Sie beschützt sie mit ihrem Leben. Greif durch Weltenrisse an! Ich kann sie sehen! Komm recht! Meine Siegel können deine Angriffe verfolgen! Ja! Stürzen wir es um!
Boden und du bist im Weg. Leiser Reaver! Was das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst. Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Mich zu mir. Mich deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen.
da ich jetzt wieder ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Setz deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben. Oh. Ah. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Da es mehrere sind, brauchen wir eine andere. Durch das Siegel sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Naja, die Siegel halten nicht ewig. Versuchen wir es nochmal. Gut, sie ist eingefroren. Kümmern wir uns um den Rest. Sehr gut. Oh!
sind Irrlicht. Starke Manifestationen von Ruhm. Sie sind immun gegen körperliche Angriffe. Meine Pfeile können ihre Kunstkörper nicht treffen. Will ich diesen Ort jemals wieder als zu Hause betrachten? Nach allem, was passiert ist? Moment. Skull und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Der Zug gen Osten. Genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freya. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Du kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Meine Siegel können ihre Schilde besprechen. Sie sind jetzt schutzlos. Frau!
Gegner hinter dir! Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Wie kommen wir jetzt hinüber? Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Vergebung kann mächtig sein, selbst für die Unwürdigen. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Sei froh, dass du eine Ehepartnerin hast, an die du dich gerne erinnerst. Likarner Betrias Gartason. Regi Feta Erofi. Gegner von links! Schildschlag, jetzt! Achtung, wie fest hier hinten! Es reicht jedem Angriff aus! Gegner hinter dir, Kratos! Valhall, Del Durda! Gut, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs Kommentieren, für deine Bewertung und natürlich auch für dein Abo, wenn du den da gelassen hast. Euer Basti ist raus. Wie gesagt, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn du dies alles nicht verpassen möchtest, wie gesagt, dann lass ja gerne ein Abo da. Ne? Das würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns, wir hören uns dann bei Next. Ja, wir hören ja nicht, aber ein bisschen hört man sich doch aber davon. Naja, ich sag einfach, bis zur nächsten Folge zu God of War Ragnarök oder zu weiteren Projekten hier auf dem Kanal. Ich bin raus und ciao, ciao.